Jo Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu ein paar Diddy Kong Racing. Und wir sind hier in der Eiswelt vor dem Trophy-Race stehen geblieben. Und ich würde sagen, da gehen wir auch sofort mal rein. Ne? Ja, das heißt, wir sind bald schon, also in diesem Part, davon gehe ich mal aus, in der Tropenwelt. Das ist krass. Also, es geht voran wie sonst was. Ich meine, es ist jetzt der vierte Part, wenn ich mich nicht komplett irre. Ja, es müsste der vierte Part sein. Und, schon in der Tropenwelt, das ist nicht schlecht. Ich denke, ich frage mich echt, wie lange ich dafür brauchen werde. Mal schauen, wir werden es sehen. Aber ja, wie Diddy Kong Racing oder auch DKR genannt, ja, es ist ein geiles Spiel, habe ich auch wieder Bock drauf. Aber heute war ein nerviger Tag irgendwie. Ich bin halt, ich stelle mir den Wecker meistens so um 6:30. Weil ich irgendwie morgens immer meine Zeit brauche, bis ich überhaupt irgendwie ansprechbar bin oder irgendwie was machen kann. Weil es ist halt meistens so, wenn ich dann mit dem Wecker stelle und dann aufwache, dann liege ich halt erstmal noch im Bett und dann setze ich mich vielleicht irgendwie hin oder so, damit ich ein bisschen wach werde und der Kreislauf sich halt irgendwie so hochfährt oder so. Und ja, dann schaue ich irgendwie mal ins Leere und dann kann ich mich halt so ungefähr so kurz nach 7 oder so anfangen fertig zu machen. Ist das halt, was man macht, wenn man sich fertig macht, ne? Aber heute war es irgendwie so, ich habe mir zwar den Wecker gestellt, habe ihn aber irgendwie sofort wieder ausgemacht und bin dann wieder eingepennt. Das passiert mir zwar manchmal, aber im Normalfall wache ich dann so 10 Minuten oder so später wieder auf, bin ich aber nicht. Und dann kam mein Vater irgendwie um 20 nach 7 rein. Und dann muss ich sofort aufstehen und mich fertig machen. Boah, ne. Das war nicht schön, weil... Ja, es ist ein bisschen eklig, ja. Weil, Ich brauch morgens auf jeden Fall mal meine Zeit. Ich kann nicht einfach sofort, zack, aufwachen und einsatzbereit für alles. Aber heute war auch schon wieder so scheiße warm. Oh, ich weiß nicht, eigentlich mag ich es, wenn es warm ist, aber... ist ein bisschen anstrengend. Nun ja, aber bald sind schon Ferien. Tatsächlich sind es noch 2 Wochen. Also wenn man jetzt die nicht mitrechnet. Ich nehme das auch recht zeitnah auf. Der Part sollte heute noch kommen. es ist noch diese Woche und dann noch 2 Wochen und dann Ferien. Das ist so krass. Für mich ging dieses Schuljahr einfach so schnell vorbei. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwie, ich weiß nicht, es ist einfach so. Irgendwie, es ging so schnell vorbei. Ich kann mich noch an so viele Sachen erinnern, die in der Vergangenheit liegen und mir gar nicht so weit weg vorkommen. Aber sie sind es. Das ist einfach unfassbar. Also ich finde es richtig krass. Lol. Naja, aber... Oh, das ist schon heftig. Also ich habe so das Gefühl, je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit auch. Also ich weiß natürlich nicht, wie das ist, wenn man erwachsen ist. Aber ich habe es echt... so ein Gefühl, dass es irgendwie so ist, weil früher, da ging die Zeit für mich, glaube ich, langsamer. Oh. So in der Grundschule oder so, denke ich mal, aber so mittlerweile, ich weiß nicht, Tja, so nur ein paar Jahre bin ich auch schon erwachsen, ja, das ist, ja, also ein paar Jahre, ne? Noch ein bisschen, ne? Aber krass. Das ist, wow. Ey, die Zeit vergeht so schnell. Aber bald ist ja auch schon die E3. Habe ich ja am besten Fall schon ein bisschen drüber geredet. E3, dies, das. Und mir wurde auch angeschrieben, dass ich auf dies, das sage. Ich weiß nicht. Wieso tue ich das? Ich soll damit aufhören. Damit auch. Was? Ey, fick dich. Meine Güte, war das schlecht. Wow. Also, so geil muss man das auch erstmal hinbekommen. So. Das war ja schon fast grandios, wie ich das gemacht habe. Wow! Unglaublich. Die E3 ist bald, Gamescom ist bald. Auf die Gamescom freue ich mich tatsächlich auch. Die wird cool, schätze ich mal. Also, ich gehe mal davon aus, dass die ganz cool wird. Die war, ich weiß nicht, wann. Ich weiß gar nicht mehr, wann die genau war. Das Datum ich gehe, glaube ich, am 7. August oder so hin. Also der Freitag halt. Ja, da freue ich mich schon ein bisschen drauf, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich war noch nie auf der Gamescom.
Und ich glaube irgendwie, da kann man, weiß nicht, großartig spielen kann man da, glaube ich, nicht, oder? Also man kann ja irgendwie für so Games antesten, aber... Ja. Ich meine, die erscheinen ja auch immer so. Ich kenne das so, wenn so Spiele auf der E3 oder so oder auf der Nintendo Direct gezeigt werden. Da ist das eine Folge halt, du willst ihn unbedingt spielen und dann spielt man es halt irgendwann und ja. Und wenn man es dann halt mal gespielt hat und dann so ein Jahr später darauf guckt und sich denkt, ach, und da war ich mal so drauf gehypt. Weiß nicht. Oh, die Strecke ging recht schnell. Ich dachte, das kommt jetzt noch eine Runde. Naja, aber irgendwie, ja, also das gehypteste Spiel, was ich mal hatte, ich glaube, das habe ich auch schon öfters mal generell so erzählt, das war tatsächlich Pokémon Y, also Pokémon X und Y halt. Boah, also wirklich, ich hatte so einen krassen Hype auf dieses Spiel. Und ich glaube, es lag daran, dass ich zu der Zeit, als das rausgekommen ist, das war ja November 2013? Ja, das müsste es gewesen sein. Auch schon richtig lang her, oder? So, ich glaube November, naja, ich glaube es war November. Oder halt, da sagen wir Herbst, ne? Herbst 2013 ist es halt herausgekommen. Und ich hatte halt kein 3DS, ne? Irgendwie hat mich Pokémon aber davor nie so wirklich interessiert. Also ich wusste zwar, dass es sowas wie Pokémon Schwarz oder so gibt, aber ich habe es davor noch nie gespielt, also nicht auf dem DS und ja, auch nicht auf dem Game Boy Advance oder was weiß ich. Und dann hat Nintendo halt Let's Played und ich weiß nicht mehr, wann das lag, aber irgendwie, weil ich weiß auch gar nicht mehr, wie das genau war. Er hat halt Let's Played und ich fand es richtig geil. Und dann habe ich mir halt so ausgemalt, wie es ist, so ein eigenes Team zu bauen. Und dann habe ich mir halt schon, bevor ich überhaupt ein 3DS hatte oder das Spiel, habe ich mir halt schon überlegt, welche Pokémon ich da rein tue. Und ich habe mir sofort, ich habe die Attacken überlegt und, habe ich mich im Pokémon-Forum angemeldet. Und ja, ich habe mir, glaube ich, auch mehrere Let's Plays davon angeschaut und ich war richtig gehypt darauf. Boah, und dann war halt Weihnachten. Ich habe einen 3DS bekommen, aber ohne Pokémon. Ohne Pokémon, das war ein Skandal. Wirklich. Ich habe mich zwar über den 3DS gefreut, aber ich wollte halt unbedingt Pokémon haben, weil Pokémon, ne? Ich meine, das ist ja ein bisschen also so. Das ist halt Pokémon, ne? Und oh, ich wollte es so gerne haben und dann... Ja, dann bin ich, glaube ich, direkt den Tag, wo kein Feiertag mehr war, also wo kein Weihnachtsfeiertag mehr war, bin ich dann einfach zu Saturn gegangen und habe mir Pokémon gekauft. Und ich habe es dann auch recht gut durchgespielt und insgesamt habe ich da auch richtig viele Spielstunden, aber ich glaube, es liegt auch daran, weil ich den mal offen liegen gelassen habe und so. Also ich glaube, das kann, danach kann man nicht gehen. Also ich müsste jetzt so knapp 400 haben, aber boah, ist ein richtig gutes Spiel, wirklich. Kann ich nur ihm empfehlen, der Pokémon mag. Aber ich meine, die meisten haben es ja eh gespielt. Das hat sich so gut verkauft. Oh, super Spiel. Nee, ich glaube, auf dem Spiel wie Pokémon Y war ich noch nie so krass gehypt. Eigentlich nicht. Bei Mario Kart 8 hatte ich einen kurzen Hype. Das weiß ich auch noch, das habe ich mit einer Freundin. Wir haben es halt so, ich habe es mir halt gekauft. Direkt am Release. Aber meine Freundin wollte sich halt mit mir treffen. Dann sind wir in die Stadt gefahren, haben das gekauft. Sind zu mir nach Hause gefahren. Haben wir, glaube ich, irgendwie 7 Stunden oder so einfach mal Mario Kart gespielt. Das war super. Aber ist auch ein gutes Spiel, aber so großartig. Ah ja, worauf ich... Phoenix Wright. Professor Layton vs. Phoenix Wright. Das ist ja auch schon über ein Jahr her, dass es rausgekommen ist. So krass. Wie die Zeit vergeht, ey. Scheiße. Nee, aber es ist halt... ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie um eine Woche vertan. Bin dann eine Woche zu früh zum Saturn gefahren. Ah, ist doch nicht da. Und ich dachte mir so, hey, woran liegt das denn? Hab dann so einen Typ gefunden und so, hör, das kommt erst nächste Woche raus. Ja, und dann war ich traurig.
Aber da war ich auch richtig gehypt drauf. Und so recht. Richtig gutes Spiel, wirklich. Spiele ich momentan auch so ein bisschen nebenbei am Spielen. Also das heißt nebenbei halt ab und zu. Und ja. Aber es war schon gut. Generell immer Professor Layton war ich gehypt drauf, weil das kam ja so ungefähr jedes Jahr raus. Früher, als halt jedes Jahr eins rausgekommen ist. Jetzt ist die Reihe ja praktisch zu Ende, ne? War jedes Jahr nun gehypt und ich kannte mich halt noch nicht mit diesem Release-Termin oder so aus. Und ich bin halt immer zufällig zu Saturn gegangen, jedes Jahr so um die Winterzeit, ne? Und dann manchmal stand da Professor Layton da und ich war auch der dritte Teil. Erstmal mitgenommen, gespielt, war so cool. Naja. So war das. Und ich habe auch noch, ich hatte früher halt kein 3DS, habe ich ja erst Winter 2013, also Weihnachten 2013 bekommen. Und davor, weil ich wollte aber halt unbedingt Professor Layton 5 spielen, habe ich von einer Freundin mit den 3DS samt das Spiel ausgeliehen. Aber das kann man mal machen, ne? Boah, das sind grandiose Spiele. Boah, ich liebe Professor Layton. Ah, es gibt aber... Fucking Wahl. Na, aber es gibt auch, recht viele gute 3DS-Spiele, würde ich so sagen. Also, was auch noch richtig gut ist, ist ja Dream Team Boss, ne? Boah, super Spiel. Also, auch mein Lieblings-Let's Play von Nintendo auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es das so generell ist, aber das Play fand ich geil. Aber es lag auch, glaube ich, am Spiel. Das habe ich mir erst letztens gekauft. Also, was heißt letztens? Das ist auch schon eine Zeit her. Auch schon so 2-3 Monate her, dass ich mir gekauft habe. Und das habe ich aber richtig oft gespielt, so im Bett. Ich liebe es, im Bett irgendwie 3DS zu spielen. Mache ich zwar nicht mehr so oft, aber es ist super. Ich könnte auch im Bett Wii U spielen, mache ich auch manchmal, aber nicht so laut. Da beschwere ich mich immer drüber. So, man, die Harvest Miss Platoon spiele ich schon so, ja. Aber das ist die Wii U so laut, weil... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man die Wii U so anmacht und da so eine CD drin ist, dann ist sie so übelst laut. Also wenn man so... Spiele aus dem eShop oder so spielt, dann geht's. Dann ist sie nicht so laut. Aber wenn man so wirklich Spiele mit Wii U-Disc spielt, dann unfassbar laut. Nee. Also 3DS ist so schön leise. Also der macht ja überhaupt gar keine Geräusche. Und das ist ein gutes Ding. Ah ja, da drum ist übrigens der Schlüssel. Ich könnte natürlich probieren, den also zu... Warte, ich habe eher einen Schlüssel in der Eiswelt, habe ich. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Hier passt alles. Um hier ein bisschen noch on-topic zu werden. Nee, aber ich wollte ja einfach ein bisschen off-topic dies, das labern. Was halt rauskommt, ne? Ich glaube, ich hole echt immer den Schlüssel. Soll ich es machen? Ich glaube, ich will es brauchen. Nee, ich mach's nicht. Ich mach den später. Ja, aber Dream Team Boss ist ein gutes Spiel. Ich weiß auch noch, früher habe ich halt keine Emulatoren benutzt und da habe ich mir extra Superstar Saga auf eBay bestellt, damit ich das spielen konnte, weil ich hatte es halt nicht. Habe ich auch mal BR Superstar Saga gespielt. Weil ich keine Emulatoren benutzt habe. Irgendwie. Weil es war halt so, dass ich. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich hatte einmal einen Emulator. Halt GBR-Emulator gedownloadet und ROM und danach hatte ich irgendwie was auf dem Computer. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und dann hatte ich halt irgendwie Angst, es kam vom Emulator und hab alles sämtliche damit gelöscht. Richtig dumm, ich weiß, weil, ne, aber war halt so damals und boah. Dementsprechend, ich wollte auch mal Pokémon spielen. Also Pokémon Feuerrot wollte ich immer unbedingt spielen, weil, Nintendo, ja, ich war früher ein ziemlicher Nintendo-Fan. Irgendwie, also ich habe recht viel von ihm geschaut. Also auch nachgeschaut, also an Displays. Und da hatte er ja mal so ein Three Getter mit Let's Play Markus und Rubinisha gemacht. Und das fand ich richtig lustig und das Spiel hat mir auch voll gut gefallen. Und deshalb habe ich mir das auch mal später noch gekauft für den DS, aber ich habe es dann halt nicht wirklich oft gespielt. Muss ich mal nachholen. Final Lap? Ja. Final Lap?
Ich feiere das irgendwie ziemlich hart, wenn die das sagen, weil die sagen das so richtig enthusiastisch. Final Lap irgendwie. Ja. Ja, okay. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht weiter erläutern. Ja, aber das war auch noch so eine Sache. Ah! Ah! Nein! Please! Okay. Ja, das war auch eine Sache. Also, so nachschauen und so an Displays habe ich früher wirklich gemacht. Ich wollte früher von Nintendo jetzt das Display mal gesehen haben. Und, ich schaue ja zum Einschlafen, schaue ich eigentlich immer so YouTube-Videos oder so. Finde ich ganz entspannend. Also nicht schauen, dann auch im Endeffekt manchmal nur hören. Und ich schaue halt so ab und zu wieder Super Paper Mario, weil ich finde das cool, das Spiel. Das wollte ich mir auch mal kaufen. Wollte es doch noch ansprechen. Es werden jetzt bald, eventuell bald, ne, auch Wii U und Wii-Spiele kommen. Vermutlich, weil der gute Random Kai, ja, der will mir halt sein Grab überlassen, wenn er was für gegen Gamecube hat. Und dann kann ich halt mit dem Grabber so Sachen aufnehmen. Das sieht dann halt nicht so super aus, aber damit muss man leben. Meine Sachen sehen eh nicht schon so geil aus, wenn man mal ehrlich ist, ne? Nee, aber dann könnte ich auch sowas machen. Und dann könnte man auch über ein Super Paper Mario Let's Play nachdenken. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr das geil finden würdet oder eher nicht so. Ja, und jetzt sind wir auch schon beim Boss. Das ist die Krake, das ist übrigens mein Hassboss, weil als ich das damals das erste Mal gespielt habe, habe ich für die erste Krake alleine schon richtig lange gebraucht. Also locker 1,5 Stunden. Vermutlich mehr. Und für die zweite, boah, ey, schrecklich. Ich habe richtig gelitten. Wirklich, bei den Bossen habe ich generell gelitten. Aber besonders bei der Krake. Oh. Naja, aber ich denke mal, die geht klar. Das schaffen wir es recht schnell. Davon gehe ich aus. Und dann ist mein Hals ein bisschen trocken. Tut mir leid. Ich könnte natürlich gleich was trinken. Was mega professionell wäre. Aber der Park geht eh nicht mehr so lange. Das halte ich noch aus. Und dann denke ich, dann werde ich diesen Part auch direkt einfach mal gleich so hochladen. Und dann noch was aufnehmen. Ja. Ich denke, so kann man das machen, oder? Weil so ein 23-Minuten-Part oder so, der braucht halt ungefähr, der ist ungefähr 650 MB groß und braucht bei mir so circa 2 Stunden oder so. Da ich eh gleich noch irgendwo hin muss, kann dann während das hochladen, ja. Ist recht praktisch. Ich denke mal, dann kommt er so später halt. Ne? Später, aber jetzt muss ich immer noch ein Thumbnail machen. Aufs Thumbnail machen habe ich nie Lust. Weil die halt bei mir immer recht kacke aussehen. Und ich mir dann immer denke, oh, das sieht so scheiße aus. Aber ich muss halt eins machen, ne? Also, weil ohne Thumbnail ist schlecht. Aber ich denke mir echt immer, boah, sieht so scheiße aus. Naja. Okay, das war ein schöner Kraken First Try. Die sagt uns jetzt, wie toll wir sind. Ja, well done. New challenge. Werden wir machen. Okay, ich werde zu dir returnen. Ich weiß nicht, sollen wir noch ein Silver Coin Race machen? Ja, komm, wieso nicht, komm. Eins geht noch, eins können wir noch machen. Well, Bay. Die Strecke mag ich übrigens ziemlich gerne. Das ist, glaube ich, so meine Lieblingsstrecke generell. Und, ja. Genau. Boah, dann war der Part jetzt irgendwie recht durchwachsen mit Themen. Ich weiß gar nicht, was das noch so vorkam. Was hab ich denn gelabert? Oh, meine Hypes. Keine Ahnung. Ich weiß mir selber nicht, was ich genau gelabert habe. Ist das normal? Einfach so drauf losgelegt, weil ich lege mir halt auch mit Themen zusammen. Das kommt dann irgendwie immer recht spontan oder so.
Ah, naja. Oh! Nee, so off-topic irgendwie. Ich weiß nicht, weil ich finde in Diddy Kong Racing, man kann natürlich on-topic machen. Also ich kann ja sagen, ja, wir haben jetzt die Silvercoin und Final Lap! Aber nee, ich finde Diddy Kong Racing ist ein super off-topic-Projekt. Was zum Beispiel als, hier so als Beispiel, ne, als der Rednoser, also Aaron, das mal gemacht hat, boah, da hat er ja auch schön viel off-topic gelabert. Hab mich immer gefreut auf so ein Projekt, ist auch, mein Lieblingsprojekt von ihm so gewesen. Und ist es immer noch, weil er hat ja leider aufgehört, ja, ich habe mich ziemlich auf Professor Layton gefreut. Aber es musste dann ja auch leider abgebrochen werden, weil er mit dem Let's Playen aufgehört hat. Wer weiß, vielleicht fängt er irgendwann wieder an. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, aber. Boah, ich weiß, ich hab voll den trockenen Hals. Ich wollte auch eigentlich noch diese eine Strecke jetzt aufhören. Egal, wir machen auch die Strecke. Habe ich spontan entschieden. Dann machen wir im nächsten Part. Schaffen wir die Welt zu Ende? Müsste man eigentlich meinen. Silvercoins, zwei Rennen. Ja. Ey, es geht voran wie sonst was. Ohne Scheiß. Wird leider ein kurzes Projekt werden, habe ich so das Gefühl. Weil ich würde es gerne länger haben, weil. Ah, Diddy Kong Racing. So ein gutes Spiel. Wirklich, also. Super Racing-Spiel. Es macht so viel Spaß. Oh. Hey, wo fehlt mir denn überhaupt noch eine Coin? Habe ich die oben im Boden noch nicht? Ja, ich bin immer ein bisschen verwirrt mit den Coins, aber ich weiß eigentlich, wo alle sind. Ach, die habe ich noch nicht. Okay. Ich habe ja am letzten Part, glaube ich, ein Tor für es verkackt aufgrund von Dummheit und Unkonzentriertheit. Das war ein bisschen blöd, aber okay, was soll man machen? Final Lap! Da haben wir wieder recht viel im Part geschafft. Boah, es geht wirklich voran. Heftig. Also, so schnell. Ey, also, wir haben nicht mehr viel vor und so viel kann ich sagen. Aber wenn ich halt so schnell mache, ne, dann was soll man machen? Oh, mein Hals ist so trocken, please. Okay, ins Ziel. Okay, die Schildkröte ist im Ziel. Wir sind erster Platz, haben viel geschafft in dem Part. Der Elefant bedankt sich noch und dann würde ich sagen, im nächsten Part schließen wir vermutlich diese Welt ab. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter. Und tschüss!